Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns das Wii U-exklusive Survival-Horror-Spiel Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers an, was pünktlich einen Tag vor Halloween bei uns am 30. Oktober 2015 erschien und wie gesagt Wii U-exklusiv ist. Die Project Zero-Reihe ist ja relativ erfolgreich, vor allem in Japan. Bei uns ist sie jetzt nicht ganz so groß wie andere Survival-Horror-Spiele, wie zum Beispiel Resident Evil oder Silent Hill oder Dead Space und wie sie alle heißen. Nichtsdestotrotz hat auch Project Zero viele Fans. Die ersten beiden Teile erschienen hierzulande für PlayStation 2 und für die Original Xbox, während Teil 3 damals PlayStation 2 exklusiv war. Teil 4 erschien dann hingegen auch exklusiv für die Wii und das auch nur in Japan. Wir haben nie einen West-Release bekommen. Und Teil 5 ist dann Wii U-exklusiv angekündigt worden. Und viele haben auch gedacht, dass das Spiel dasselbe Schicksal ereilt wie den Vorgänger und wir das hier in PAL-Gefilden nie zu Gesicht bekommen. Nun, jetzt ist es draußen und die Kritiken sind relativ gut. Es gibt einige, die sagen, das Spiel taugt nichts, aber der Großteil ist recht positiv und ich konnte jetzt auch endlich mal genauer spielen, nachdem ich ja zu Halloween ein kleines Special hochgeladen habe, wo ich die erste halbe Stunde vorgestellt habe. Jetzt habe ich einige Chapter gespielt, bin einige Stunden im Spiel. Ich denke auch mal kurz vor Schluss, ich habe an die 10 Stunden gespielt. Kampagne soll ungefähr 12 Stunden lang sein. Dementsprechend glaube ich, dass ich fast am Schluss angelangt bin und soweit bin, ein Fazit zu fällen und eine Empfehlung auszusprechen oder aber auch nicht. Was ich von dem Spiel halte, klären wir jetzt. In Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers, spielen wir ganze drei spielbare Charaktere. Allesamt haben sie eigene Erfahrungen, Ambitionen und Ziele im Hinblick auf Mount Hikami. Mount Hikami ist nämlich der Berg, auf dem das ganze Spiel spielt. Mount Hikami ist berüchtigt, weil auf dem Berg viele Rituale stattgefunden haben und stattfinden und der Berg auch dafür bekannt ist, dass viele Menschen dort den Tod fanden, weil sie Suizid begangen hatten. Von Anfang an erzeugt Project Zero eine extrem düstere und bedrückende Atmosphäre, die sich durch das ganze Spiel zieht, was ich super, super genial finde. Überhaupt ist die Atmosphäre mit das Stärkste, was Project Zero 5 zu bieten hat. Und somit spielt ihr dann im Endeffekt einen Charakter nach dem anderen durch mehrere Kapitel, die sich, wie gesagt, über gut 12 Stunden hinwegziehen. Alle Charaktere besitzen eine recht interessante Story. Ich will hier nichts spoilern, weil die Geschichte auch mit zu den Stärken des Spiels zählt. Aber es sei gesagt, dass es nichts für schwache Nerven ist, obwohl die Story in den ersten zwei, drei Kapiteln nicht unbedingt spannend wirkt, zieht sie doch zum Ende des dritten Kapitels vor allem extrem an und ich wollte dann doch wissen, wie das Ganze ausgeht und was mit den drei Charakteren letztendlich passiert. Alles dreht sich hier um rätselhafte Morde und um diverse Sekten und diverse Kulte, die dann tatsächlich euch recht schnell in den Bann ziehen und so leicht nicht mehr loslassen. Gespielt wird das Ganze nur mit dem Wii U Gamepad. Eine Option, das Ganze mit dem Controller zu zocken geht, gibt es nicht mit dem Pro Controller. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil die Steuerung mit dem Wii U Gamepad auch recht gut funktioniert. Der Clou an der Geschichte ist natürlich eure in Anführungsstrichen Waffe. Denn um euch der Feinde zu erwehren, auf die ich gleich zu sprechen komme, gibt es in dem Spiel die Camera Obscura. Die ist ja natürlich auch von den Vorgängern bekannt und auch hier nichts Neues. Der Clou an der Geschichte ist, dass ihr die Kamera mit dem Gamepad steuert. Das heißt, das Gamepad ist quasi eure Kamera. Ihr könnt euch damit komplett durch den Raum bewegen, müsst euch teilweise auch komplett durch den Raum bewegen, weil hier und da Geister auftauchen, die euch ja von hinten angreifen. Und das Ganze erzeugt ein Feeling mit dem Gamepad, was es so auf dem Controller, auf einer anderen Konsole niemals gab. Und auch das gehört mit zu den Stärken des Spiels. Ihr seht also, Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers, hat extrem viele Stärken.
obwohl das Gameplay und vor allem der Anfang extrem zäh sind. Also ich hatte, das habt ihr auch an meinem Halloween-Special gemerkt, in der ersten halben Stunde nicht unbedingt viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Das liegt aber auch daran, weil es unglaublich lange braucht, meiner Meinung nach, um in Fahrt zu kommen. Also die ersten, der Prolog und die ersten beiden Kapitel sind tatsächlich recht zäh und sobald ihr die aber geschafft habt, dreht das Spiel definitiv auf und erhält viel mehr Pace, wie die Engländer so schön sagen oder die Amerikaner, und dann geht das Ganze auch viel, viel spannender vonstatten als in der ersten Stunde. Die Steuerung ist, wie gesagt, recht ordentlich, vor allem was halt die Kamera Obscura angeht. Ihr müsst nämlich mit der Kamera euch von Geistern erwehren. Geister sind nämlich die Gegner in dem Spiel. Rund um Mount Hikami und seine verschiedenen Settings gibt es nämlich ziemlich viele Geister, die euch an den Pelz wollen. Und das sind dann im Endeffekt auch die Gegner des Spiels. Um euch derer zu erwehren, müsst ihr eure Kamera zücken und Fotos von ihnen schießen. Denn die Kamera Obscura besitzt die Möglichkeit, durch Schnappschüsse die Geister komplett und endgültig ins Jenseits zu befördern, sodass sie euch nicht mehr auf die Pelle rücken. Das funktioniert, indem ihr einfach Schwachstellen der Geister mit der Kamera anvisiert und in dem richtigen Zeitpunkt abdrückt. Je weiter der Geist von euch weg ist, umso weniger Schaden fügt ihr ihm zu, je näher er kommt, umso größer wird der Schaden und je mehr Weak Points, also je mehr Schwachpunkte ihr mit der Kamera anvisiert, umso größer und auch ist der Schaden und umso schneller ist der Geist besiegt. Die Geister sind recht zahlreich. Das ist etwas, was ganz gut ist, weil auch die Variation gegeben ist. Andererseits ist es leider recht schwierig in Arealen oder in Korridoren, wo zum Beispiel 3-4 Geister gleichzeitig auf euch kommen. Das liegt unter anderem an der grundlegenden Steuerung der Spielfigur. Die ist nämlich extrem träge und erinnert an die letzte bzw. vorletzte Konsolengeneration. Also was die Steuerung der Hauptfiguren angeht, hatte ich meist das Gefühl, dass sich da seit PlayStation 2 Zeiten nichts dran getan hat. Da hätte definitiv mehr Feintuning nicht geschadet und es hätte das Spiel einiges stressfreier gemacht, als es dann im Endeffekt ist. Natürlich treibt es euch den Puls hoch, wenn da plötzlich mehrere Geister gleichzeitig angreifen. Was aber mehr Stress bei mir ausgelöst hat, war die Tatsache, dass die Steuerung der Charaktere so sperrig war und ich Mühe hatte, davon zu kommen und von einigem Abstand aus die Kamera zu zücken und die Geister anzugreifen. Wenn ihr die Geister angreift und Fotos schießt, verleiht euch das Ganze Punkte, auch letztendlich, wenn ihr die Geister besiegt. Die Punkte könnt ihr investieren, um eure Kamera zu verbessern und weitere Filme zu kaufen und weitere Linsen zum Beispiel zu kaufen, um mit diesen eure Kamera auszustatten. Das verleiht eurer Kamera auch andere Effekte. So gibt es zum Beispiel eine Linse, die mit jedem geschossenen Foto ein bisschen von eurer Energie wiederherstellt, oder auch eine Linse, die zum Beispiel Geister stunt. Dann bleiben die kurz einen Augenblick stehen und das lässt euch Zeit, noch ein bisschen Abstand zu gewinnen, damit ihr euch nicht zu nahe kommt und euch Energie abziehen. Alles in allem ist die, ich sag mal, Kampfsteuerung, wie sie ja nun mal ist, recht gut. Sie ist gewöhnungsbedürftig. Es gibt auch extrem viele Tutorials, vor allem zu Anfang, die euch im ersten Hinblick ein bisschen überfordern könnten. Wenn ihr es aber drauf habt, dann macht das Ganze schon Spaß. Es ist extrem, es hat eine sehr, sehr hohe Immersion, macht extrem viel Spaß. Leider bleibt es auch nur bei dieser einen Kamerasteuerung, bei dieser einen Kampfsteuerung, bei diesem Feature mit der Kamera Obscura. Und das kann auf Dauer recht bekannt vorkommen. Ich will nicht sagen, dass es langweilig wurde, aber es hatte nicht mehr so den Reiz und so die Anspannung wie in den ersten paar Spielstunden. Das liegt aber auch teilweise daran, dass ihr später im Spiel einiges an Backtracking habt. Ihr besucht immer und immer wieder dieselben Orte, müsst immer und immer wieder zurücklatschen. Und die Geister, die dann kommen, besiegt ihr halt immer und immer auf die gleiche Art und Weise, was dann ein bisschen dazu führt, dass der Spielspaß gebremst wird. Und gebremst wird der Spielspaß leider auch tatsächlich an der sperrigen und extrem trägen Panzersteuerung. Das ist so mit dem Backtracking auch der einzige große Kritikpunkt, den ich an Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers habe, die Charaktersteuerung. Kamerasteuerung, okay,
Aber Charaktersteuerung, da hätten die Entwickler noch einiges dran feilen müssen, um das Spiel spielenswerter zu gestalten. War jetzt nicht unbedingt gut gelöst. Ansonsten gefiel mir das Spiel recht gut. Das Größte, das Beste, was an Project Zero ist, ist nämlich die Atmosphäre. Wie schon gesagt, die ist nämlich extrem genial. Das liegt aber auch tatsächlich an der recht guten und recht ordentlichen Grafik. Das ist natürlich jetzt kein PlayStation 4 oder Xbox One Niveau. Trotzdem ist die Grafik für Wii U-Verhältnisse recht ordentlich. Das ist die beste Grafik in einem Project Zero-Spiel, die wir bisher gesehen haben. Charaktere sehen recht gut aus, obwohl sie sich, was die Animation angeht, auch nicht so sonderlich doll bewegen. Aber was mir vor allem sehr, sehr gut gefallen hat, waren die diversen Areale, die ihr besucht. Also von einem Wald über einen Friedhof, über einen Schrein und verlassene Gebäude ist hier alles dabei. Und die Lichteffekte, die Wassereffekte, die Schatteneffekte, die sorgen halt dafür, dass eine extremst geile Atmosphäre herrscht. Und die Atmosphäre ist auch mit der Spielgrund, wieso ich Project Zero trotz der schwerfälligen Steuerung der Charaktere doch allen Survival-Horror-Spielen Spielern empfehlen würde. Ihr müsst halt nur euch klar sein, dass die ersten zwei Kapitel und die erste gute Spielstunde jetzt nicht unbedingt gut geworden sind und mitunter recht träge anmuten. Ansonsten, wenn ihr genug, ich wollte schon sagen, Eier in der Hose habt, also wenn ihr mutig genug seid, einem extrem heftigen Trip zu folgen, inklusive Selbstmorden und Sekten und richtig krassen Tötungsszenen, dann ist das definitiv euer Spiel. Das Spiel ist ab 18 und das ist auch gut so, denn es ist teils recht heftig, was da alles gezeigt wird und was wir da zu sehen bekommen. Und wie gesagt, die Atmosphäre ist tatsächlich das, was mir an Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers am besten gefallen hat. Neben übrigens, neben dem Sound. Der ist nämlich auch richtig, richtig gut. Es gibt nicht ganz so viel Musik. Meist ist es relativ ruhig und nur die Geistergeräusche oder Geisterschreie sind es, die euch tatsächlich ja, das Blut in den Adern gefrieren lassen. Da haben die Entwickler echt einen guten Job gemacht, was das Sounddesign angeht. Multiplayer gibt es keinen, Online-Features gibt es keine. Das Spiel ist ein reines Singleplayer-Game, was ich recht gut fand. Es muss ja nicht immer alles auf Online getrimmt sein. Ich finde, das ist auch recht ordentlich. Und Project Zero ist definitiv ein Spiel, auch im Zusammenspiel mit dem Gamepad, was es so auf den anderen Konsolen nicht gibt und was hier die Wii U und deren Spielangebot nochmal schön hervorhebt. Ja, das ist im Endeffekt meine Meinung zu Project Zero. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen von dem Spiel überzeugen. Wenn ihr Survival-Horror-Spiel-Fan seid, dann gebt dem Spiel definitiv eine Chance und die, die es gespielt haben, können gerne ihre Meinung mit mir teilen und in die Kommentare schreiben. Mich würde mal interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt, ob ihr es schon gezockt habt und ob ihr euch das Ganze digital gekauft habt oder in der schönen Limited Edition, die es ja hierzulande auch gab. So, das war es aber in erster Linie von mir. Ich denke mal, ich werde jetzt das ganze Spiel nochmal beenden und wir können gerne in den Kommentaren nochmal ein bisschen drüber quatschen. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, bleibt kurz dran. In der Endkarte gibt es zwei neue Videos. Ich für meinen Teil bin aber erstmal weg, wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.